Hallo, meine Lieben, wir sind hier gerade in unserem Wäscheraum und ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie wasche ich und vor allem wie fette ich Wollwindeln. Wenn ihr mein letztes Video zu Wollwindeln noch nicht gesehen habt, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Ich verlinke euch das da oben. Und da erzähle ich nämlich einiges zu den Wollwindeln an sich und auch zum Waschen, also wie oft und wie ihr waschen müsst. Und jetzt zeige ich euch das Ganze einfach mal. Ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß. Ja, das ist unsere Waschmaschine und unsere Wollwindeln sind gerade fertig. Ich habe sie hier gewaschen im ganz normalen Wollprogramm. 20 Grad, weil wir keine 30 Grad haben. Sondern 20 Grad habe ich sie gewaschen. Und 400 Umdrehungen, das ist ganz wichtig, sonst gehen die kaputt. Und genau, dann einfach auf Start. Das Ganze hat jetzt eine Stunde gedauert. Dieses Waschmittel hier habe ich benutzt. Feinwäsche von Rossmann ist das. Genau, schon für Feines und Wolle. Und jetzt sind, wie gesagt, die Wollwindeln fertig nach einer Stunde. Und ich hole die jetzt einmal raus. Habe hier extra meine Schüssel zum Fetten. Und so sehen die jetzt aus. Das hier sind übrigens meine selbstgenähten. Da bin ich auch sehr gespannt, wie die sich jetzt nach der Wäsche verhalten haben. Aber ich bin echt total begeistert. Also da sieht das ganz gut aus. Hier die zweite selbstgenähte und die dritte. Und hier haben wir eine von Wickelkinder. Meine allererste selbstgenähte. Ich auch wirklich sehr gespannt, wie die nachher in der Benutzung sind. Dann haben wir hier noch eine von Windelinge. Bin ich auch sehr gespannt. Das erste Mal mit Merino-Strick. Und dann haben wir hier auch noch die letzte von Wickelkinder. Ja, das hier ist jetzt für die Wickelkinder die zweite Wäsche gewesen. Aber ihr seht, die sehen immer noch super aus. Und ja, vertragen das wirklich sehr, sehr gut. So, und jetzt geht's einmal ans Fetten. So, ich habe jetzt statt meiner kleinen Schüssel hier diesen Eimer hier genommen, weil die Schüssel hätte für alle Wollwindeln nicht gereicht. Ich habe nämlich auch noch meine 3-Woll-Schlupfhosen zu fetten. Und genau, da ist der Eimer einfach besser. Den Eimer habe ich jetzt etwas gefüllt mit lauwarmem Wasser. Bitte nicht heiß, bitte aber auch nicht zu kalt. Und hier habe ich eine Tasse mit kochend heißem Wasser. Und jetzt geht es an das Lanolin, das ist Wollfett. Und ihr müsst für jede Wollüberhose, also für jede einzelne Wollschlupf und für jede einzelne Wollwindel. Ich habe jetzt 10 Wollwindeln und Wollschlupf. Das heißt, ich nehme 5 Teelöffel Lanolin und verrühre es hier in der Schüssel. So, das Lanolin muss jetzt erstmal schön hier drin schmelzen. So, da also rührt ihr das schön hier ein. Und dann nehmt ihr entweder Spülmittel oder irgendein Babyshampoo. Auf jeden Fall braucht ihr etwas, was sich mit dem, also was dafür sorgt, dass sich das Öl mit dem Wasser verbindet, weil sonst schwimmt eben hier jetzt das Öl oben und das bringt euch nichts, sondern das Wasser muss sich eben mit dem Öl verbinden. Und dafür braucht ihr eben einen Träger und das ist zum Beispiel Spülmittel oder eben ein Babyshampoo. Das heißt, wir machen einfach immer so ein paar Tropfen Spülmittel oder eben Babyshampoo rein, rühren. Und zwar so lange macht ihr Babyshampoo in die Masse hier, bis sich das Ganze hier weiß verfärbt. So, das ist bei mir jetzt soweit, wie ihr seht. Es hat sich jetzt also weiß verfärbt. Das heißt, es hat sich es hat sich Öl mit Wasser verbunden. Und wir rühren jetzt aber trotzdem noch, weil hier seht ihr, wir haben hier noch ganze Lanolin-Brocken, die müssen natürlich noch verschwinden.
So, und wenn alle Tropfen oder das komplette Fett hier geschmolzen ist und eure Masse weiß ist, dann könnt ihr es in den großen Eimer gießen. So, wir nehmen also die Tasse und schütten das komplett einmal hier rein. So sieht es dann aus, schön weiß. Und dann legt ihr einfach eure Wollwindeln hinein. So, und das bleibt da jetzt entweder 6 Stunden oder eben über Nacht da drinne. Und dann könnt ihr die ganze mal auf die Wäscheleine hängen und trocknen. Bei neuen Windeln ganz, ganz wichtig, zweimal fetten. Das heißt, diese hier werde ich danach auch einfach nochmal nach dem gleichen Prinzip das zweite Mal fetten. Erst dann halten sie wirklich richtig dicht.